Ein warmer Frühlingstag, 1028 nach Bosporans Fall. Nach der Schlacht der drei Kaiser und dem Fall von Rassasor und seinen Herrscharen ist es ruhiger im Reich geworden. Die politischen Bestrebungen sind zum Erliegen gekommen und nun muss das Reich nördlich des Dergel befriedet werden. Dapazien ist weiterhin verwildert, Kriegsfürsten sitzen in den Städten und pressen das Land aus. Ihr habt die Hilferufe gehört und antwortet. Auf verschiedenen Wegen habt ihr euch durchgekämpft bis nach Avesheim, wo die Drakoniterin und Hesindegeweihte Purothea Schlangentochter Helden in alle Richtungen schickt. Nun sitzt ihr in der Taverne zum Schwarzen Hund bei einem laschen Bier aus der hiesigen Brauerei und sitzt gemeinsam an einem klebrigen Tisch. Ardo, bitte von dir eine Beschreibung. Ardo ist ein Mann mittleren Alters, ohne Haare, grüne Augen, relativ durchschnittliches Aussehen, klassisch wie ein Söldner gekleidet. Neben ihm ein Werheimer Bluthund, eine Hündin, um genau zu sein. Selbst trägt eine Lederrüstung und einen anderen Halbhänder sowie einen Gurt mit Dolchen über den Brustkorb gespannt. Sieht an sich relativ unauffällig und unspektakulär aus. Neben ihm Kasim. Ja, neben ihm sitzt ein Herr mittleren Alters, also so ungefähr 30 könnte man sagen. Schwer zu erkennen. Er ist ein Thulamide mit auffällig blasser Haut, sehr hellen Haaren und trägt ein für die meisten Leute vermutlich sehr ungewöhnliches bläuliches Symbol auf der Stirn. Eindeutig ein Magier in einer schneeweißen Magierrobe, am Saum vielleicht ein wenig mit Matsch verdreckt. Keinen klassischen Gürtel, sondern mehr so einfach ein Seil, eine Kordel, wie ein Mönch um den Gürtel, als Gürtel. Und er trägt einen Magierstab, der für die Kenner aus Tannenholz geschnitzt ist, relativ grob, allerdings auch über den ganzen Stab verteilt die Symbole der sechs Elemente. Gleich daneben Martha Mycho. Ja, man sieht einen relativ großen, dunkelhäutigen Mann mit einem Dreieckspitzhut aus Leder. Darunter trägt er ein Kopftuch noch, hat zwei Ohrringe, einen Fuhrmannsmantel an, ein Hemd, das Kenner in die südlichen Gefilde verorten würden, und über seinen Bauch trägt er einen Gürtel mit zwei Wurfbeilen darin, an der Seite einen Streitkolben, Stulpen, Stiefel und eine Lederhose. Das Ganze sieht sehr zusammengewürfelt und ohne Konzept aus. Als ob man es an verschiedenen Orten erworben hätte, wo man gerade vorbeigekommen ist. Die Unterarme sind tätowiert, genauso wie die Brust. Das alles sieht nicht sehr gekonnt aus, die Tätowierkunst. Und auch nicht, als würde es aus einer Hand kommen. Die Finger, die man sieht, sind beringt mit Silberringen und er trägt eine silberne Halskette. Und scheint eindeutig nicht von hier zu kommen, wie man an seiner dunklen Haut sieht. Wer auch nicht von hier kommt und ebenso merkwürdig aussieht, ein Elf, Mendarion. Eine Beschreibung bitte. Der hochgewachsene Elf sitzt neben den anderen am Tisch. Ab und zu bemüht er sich, so ein bisschen von ihnen wegzurutschen. Manchmal. Während ihr draußen würdet ihr sagen, er ist unauffällig gekleidet. Größtenteils in braunen und grüntönen. Hier drin fällt er vor allem dafür aus, dass er ein wenig verdreckter ist als ihr alle vermutlich. Er sitzt gerade am Tisch, beobachtet ab und zu etwas skeptisch die anderen Menschen und poliert mit seinem Mantelsaum einen Hosenknopf. Gleich daneben Midas. Ja, der unauffällig oder auffällig unauffällige Midas. Weder besonders groß, noch besonders klein, besonders hübsch, noch besonders hässlich. Mit rotbraunen Haaren und braunen Augen. Sitzt dort am Tisch, ist über ein Pergament gebeugt, liest ein, zwei Zeilen, faltet das Pergament dann zusammen bis in die Mitte des Tisches. Er trägt ein graugrünes Pilgergewand, will man meinen, das hauptsächlich dazu dient, das zu verdecken, was er unter seinem Umhang trägt. Zusammengehalten wird das Ganze von einer
silbernen Brosche, die wohl irgendeinen Vogel zeigt. Gleich daneben kann sich Madaion Mondglanz den Aushang greifen und ihn durchlesen. Eine Beschreibung bitte von Madaion. Ja, Madaion ist relativ jung, hat schulterlange schwarze Haare, ein schönes symmetrisches Gesicht mit leicht spitzen Ohren, hat ein gepolstertes weinrotes Wams an mit goldenen Stickereien und an den Ärmeln spitzt ein weißes Hemd raus. Und ja, auf dem Rücken ist eine Laute zu sehen. Ja, so sitzt ihr beisammen. An einem weiteren Tisch könnt ihr andere Helden erkennen, so wie sie im Buche stehen. Viele sind dieser Tage gekommen, nachdem die Zeiten mit der Unruhe noch etwas geglättet worden sind. Viele, die Helden werden wollen, andere, die es schon sind. Vielleicht hat der ein oder andere eine Waffe von Thorn Eisinger. Und während ihr gerade den Aushang betrachtet, Mendaion hatte ihn eben in der Hand gehabt, Ardo hatte ihn abgerissen, könnt ihr euch einmal mustern. Seid ihr wirklich die Richtigen für diese Mission? Nun, Ardo, mir scheint, das ist wohl wirklich unsere Kragenweite. Das ist vor allem auch direkt für uns. Ich meine, schau dir den Namen an. Da ist Rafim drauf. Er sagt, er sucht Freunde. Das muss ein netter Mensch sein. Ich kenne diesen Rafim jetzt nicht, aber... Ja, aber kannst du dich noch erinnern bei Werheim, der Torwart, den wir getroffen haben? Ja, ja, natürlich. Genau. Der und ich haben unterschiedlich, also unabhängig voneinander, mit Rafim zusammengearbeitet. Aber ist Rafim nicht ein sehr gängiger Name im thulamitischen Raum? Oh, ich kenne einen Rafim. Ist ein sehr großer Mensch und sehr nett. Ja, genau der. Also ein sehr großer Rafim. Kann mir jetzt endlich mal einer sagen, was auf dem Zettel steht? Ja, hier. Ich schieb mir mal zu dir rüber. Ich komm doch nicht von hier, ich kann eure Schrift nicht lesen. Ja, ja, wartet, lasst mich einmal vorlesen. Aufruf. Einfache Arbeit, gute Bezahlung. Tatkräftige Freunde gesucht. Rückführung von wichtiger Reliquie, Schädel des heiligen St. Gilborn. Anbei eine Zeichnung des Schädels. Wie sieht die denn aus? Naja, nicht besonders begabt, dieser Zeichner. Diskretion vonnöten. Reliquie muss von einem Herrn Invictus, Vorname Albuin, beschafft werden. Dieser hält sich für den Sohn des Praios und hat laut Aussage wichtiger Praios-Geweihter E. Gorbas, Held des Mittelreichs, den Schädel entwendet. Der Schädel wirkt magiebannend und scheint wichtig zu sein. Herr Invictus hält sich gegenwärtig in der Wildermark auf, vermutlich südlich von Talf. Für die Rückbeschaffung werden 100 Dukaten in Edelsteinen geboten. Zeichnet Abelmir Boltax Rafim Sulamin. Und darunter das Zeichen des Fix. 100 Dukaten! 100 Dukaten. Nun, das ist eine recht stattliche Summe. Wie viel ist das dann für mich, wenn ich mitmache? Nun, wie viele sind wir denn gegenwärtig am Tisch? Ja, die zwei da, die zwei und wir beide. Also sechs. 100 genau, das wollte ich auch sagen. Immer noch ein erquickliches Sümmchen. Und ich habe mit Albuin eh noch ein Hühnchen zu rupfen. Also, ich bin dabei. Wer ist dieser Mann denn? Spinner. Hält sich selbst für einen Sohn Praios. Was ist das hier? Er wollte mich das letzte Mal verbrennen, als ich ihn getroffen habe. Das ist tatsächlich nichts an Nettenheiten. Aber wenn er kein so netter Mensch ist, können wir dann diesen Schädel einfach von ihm holen? Und warum ist dieser Schädel eigentlich so wichtig? Nun, es handelt sich um eine Rückbeschaffung. Dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung, den Schädel von ihm zu nehmen. Außerdem, nun, ich habe mich bereits etwas näher damit befasst. Mir scheint es doch so, als wäre dies meinem Gott sehr gefällig. Und ich habe bereits einige Vorkehrungen getroffen, einige Anschaffungen und eventuell wird ihm das Fehlen des Schädels gar nicht auffallen, werter Herr Elf. Wir werden ihm einfach einen anderen Schädel geben. Ich weiß ja nicht, ihr Menschen achtet doch immer so sehr auf eure Sachen. Ist es denn für ihn in Ordnung, wenn wir ihn einfach so mitnehmen? Er hat mir gesagt, das sei nicht gut. Natürlich. Normalerweise tauscht man doch Metallscheiben gegen solche Sachen. Er hat ihn selbst geklaut. Wir bringen ihn nur zurück, zu seinem eigentlichen Besitzer. Ich denke, sein eigentlicher Besitzer ist tot. Ich glaube, auch Menschen überleben es nicht, wenn man ihnen einfach den Schädel vom Körper nimmt. Ja, der natürlich nicht. Dieser Heilige oder was auch immer das war, von dem der Schädel kommt.
Der natürlich nicht, aber die Leute, die den Schädel besessen haben. Abgesehen von den Toten. Und ich habe jedenfalls gehört, dass dieser Albuin kein guter Mensch ist. Also kann es wohl nur gut sein, wenn wir das dann tun. Hm? Was erzählt man sich denn über diesen Mann? Ja, 100 Dukaten, das ist ein doch durchaus legitimer Grund, daran teilzunehmen. Ei. Entschuldigung, die Herren, die 100 Dukaten werden geteilt oder pro Kopf? Natürlich geteilt, das ist die Gesamtbelohnung. Bringen wir nicht sowieso nur einen Kopf zurück? Richtig. Für diesen Kopf gibt es 100 Dukaten. Und ihr wisst, wo der liegt? Nun, es ist recht offensichtlich. Südlich von Talf steht hier. Gehen wir doch zu diesem Albuin und fragen ihn. Er wird am ehesten wissen. Yalla, yalla! Nein, wir werden ihn nicht fragen. Das wäre das... Nun, er ist sicherlich nicht unbedingt bereit... Oh, ich verstehe. Wir wollen nicht, dass er weiß, dass wir ihn von ihm holen, weil er sonst wieder schlimme Dinge tut. Richtig, er wollte ja diesen guten Mann hier verbrennen und da ist er ihm sicherlich nicht geneigt, ihm diesen Schädel zu übergeben. Ihr versteht. Von was für schlimmen Dingen sprechen wir bei diesem Albuin? Er hat einige Bandstrahler, also als ich da war bei ihm, hat er versucht, eine Bandstrahlerin umzubringen und einen Satyren. Und mich hätte auch fast verbrannt. Also wirklich... Und was war seine Begründung? Ketzer passt nicht zu seinem Glauben, nutzt Magie, je nachdem, was es, wie es ihm gerade passt. Ja, und wieder einmal sind die Götter für seinen Blödsinn verantwortlich. Aber Bandstrahler zu verbrennen, das bringt doch Unglück, oder? Ja, vor allem war er selber mal einer, nach dem, was ich gehört habe. Im Allgemeinen bringt es Unglück, Geweihte zu verbrennen. Das macht die Dinge nicht besser. Glaub, so wie schwarze Katzen von rechts. Ja. Gegen schwarze Katzen von rechts gibt es nichts einzuwenden. Warum? Weil schwarze Katzen von hinten viel schlimmer sind. Ah, das stimmt. Meine Tante, die hat mal die schwarze Katze von hinten gekommen und dann ist sie vom Stuhl runtergeflogen, als sie gerade die Fenster rausgerissen hat. Meine Güte, hat die ausgesehen und das war die schwarze Katze von rechts. Oder von hinten. Ich weiß nicht mehr die Geschichte, aber schwarze Katzen, wenn man eine sieht, dann macht man sie am besten platt. Ich blicke mich etwas zunehmend irritiert im Raum um. Dann sollten wir uns auf Wanderschaft machen, oder? Zu diesem Albuin. Und am besten jetzt noch. Kommt. Ich kenne einen Weg. Ja, doch nicht so vorschnell. Wartet doch erst einmal ab. Stimmt, wir sollten noch ein Bier und einen Schnaps trinken. Ja. Trink doch noch ein Bier und einen Schnaps. Er hält sich für den Sohn des Praio, sagtet ihr? Das steht zumindest hier auf diesem Flugblatt. Das ist nicht Ketzerei? Ganz genau, sag ich ja. Ist dieser Praios nicht einer von euren Göttern? Ja, von wen nicht, glaube ich. Ich kenne Effert. Ja. Wenn ihr euch gerade unterhaltet, könnt ihr sehen, wie die sinnegeweihte Porotea Schlangentochter an euch herantritt und einmal den Zettel begutachtet, den ihr abgerissen habt vom schwarzen Brett. Nickt euch zu. Sehr gut. Dieser Aushang stammt tatsächlich von einem unserer anderen Helden. Albuin, ja, da müsst ihr durch den Fackelforst durch. Ihr solltet am besten zwei Mühlen großräumig umgehen, denn dort sitzt ein anderer Totenbeschwörer, mit dem wir weitere Probleme haben. Das bedarf wohl eines anderen Kalibers. Eine deutlich längere Queste. Ihr solltet am besten von hier aus in Richtung Talf und von dort aus dann in Richtung Süden abbiegen, an Felderstedt vorbei. Dann werdet ihr sicherlich am Fackelforst vorbeikommen in Richtung von Berkelshof und dort bei Gelborn sitzt er dann. Direkt bei den Zauberersümpfen. Aha. Ding. Gut zu wissen. Sehr erkenntnisfördernd. Dank. Könnt ihr uns noch etwas über diesen Albuin sagen? Also ein bisschen was vom Hörensagen hat man ja mitbekommen, aber... Ein meisterlicher Praios-Geweihter, ein charismatischer und wahnhafter Fanatiker. Er ist wohl den Berichten nach abhängig von Traumpulver und genießt es schon seit Jahren. Deshalb ist wohl sein Glaubenswahn ausgelöst und begründet sich dadurch. Seine Beziehungen sind sowohl hinlänglich als auch immens. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, mit wem man spricht, vor allem mit seinen Anhängern. Er schaut vor allem eine ganze Menge Bauern um sich herum, die ehemals in Tarpatien gelebt haben und nun in seinem Licht Schutz vor der Dunkelheit suchen. Wobei es allerdings relativ
merkwürdig erscheint, wen er dann zu verbrennen droht. Das kann ein Elf sein. Sie deutet dabei einmal auf Mendarion und auch auf Madarion. Das kann aber auch ein Dämon sein. Dämondiener, Besessene, Götterlose. Jemand, der an der Autorität zweifelt, vor allem an seiner Autorität. Und all diese bestraft er mit einem grausamen Tod. Er ist wahrhaft verblendet. Zauberkundige jeder Art werden eigentlich kategorisch erst einmal festgesetzt und dann nach einer Seelenprüfung entweder wieder entlassen oder aber verbrannt. Hm. Also dient er de facto nur seinem eigenen Wohl? Nun, er würde sich selbst nie als Kriegsfürst bezeichnen, sondern nur als Sohn des Lichtes. Aber er ist genau das, ein Kriegsfürst. Wie steht er gegenwärtig zur Praioskirche in Gareth und zum Boten des Lichts insbesondere? Er wird gesucht. Oh, nun, das macht die Sache leichter. Wobei sich dieses Gesuch nur auf ihn bezieht. Seine Bandstrahler, diejenigen, die verblendet in seinem Schatten laufen, wenn er dann einen wirft. Nun ja, wenn ihr seine Habhaft werden könntet, tut mit ihm, was ihr mögt. Die Praioskirche selbst hat einen eigenen Steckbrief für ihn ausgeschlagen, doch ich glaube, ihn zu besiegen ist... Hier soll es erstmal nur um den Schädel gehen, eine Reliquie, die aus Auralet gestohlen wurde. Wie hoch ist das Kopfgeld auf ihn, wenn ich fragen darf? 700 Dukaten. Wie viel? Also 7. Meine Herren, wenn uns die gute Dame und Hisinde Geweihte dazu rät, dies erst einmal außer Acht zu lassen, wäre ich dessen auch gänzlich. Ich hab das nicht gehört. Wir sollten es nicht auf eine Konfrontation ankommen lassen. Meint ihr nicht auch? Wie viel ist denn 700 plus 100 durch uns? 800 durch 6. Das wären 100 Dukaten pro Person. Genau. Und was? Kann der zaubern? Nein, in der Anwesenheit von ihm und dem Schädel kann niemand zaubern. Das ist wohl auch eins der größten Probleme, die vor allem die fähigen Söldner, die wir dorthin schickten, bisher hatten. Es ist wohl bisher keiner wiedergekommen. Auch aus den anderen umliegenden Städten wie Galles, Auweiler oder der Bohlenburg sind wohl andere Helden aufgebrochen, die wohl den gleichen Erfolg hatten. Keinen. Das scheinen alles keine sehr guten Menschen zu sein. Ich weiß nicht, was dieser Schädel euch bringt, aber wir sollten ihn dann wohl holen, oder? Ja, wir beschränken uns aber ausschließlich auf den Schädel. Es geht uns nicht um das Kopfgeld, das auf diesen Mann ausgesetzt ist. Und warum würde jemand so viel Geld brauchen? Um es Hast zu haben. Hast du mal jemanden gesehen, der zu viel Geld hat? Ich weiß nicht. Manchmal geben Leute mir Geld und dann gebe ich ihnen Geld und dann freuen sie sich immer. Ja, gib mir doch deins. Aber ich weiß nicht, ob sie sich sonderlich freuen würden, wenn sie mir so viel Geld geben würden. Das erscheint mir nicht richtig. Ich gebe ihm dann irgendwie eine Dukat oder so, das Erstbeste, was aus dem Geldbeutel rausfällt, wenn ich reingreife. Bitte. Er guckt ungläubig in deine Richtung. Hast du zu lange in der Sonne gestanden, Jung? Nein, nicht um diese Jahreszeit. Nun, Matrose, er hat ein wichtiges Prinzip verstanden. Fex gibt es und Fex nimmt es. Reichtum ist nicht von Dauer. Alles Materielle ist nicht von Dauer. Wenn er sie nicht nimmt, lege ich die irgendwie vor mir auf den Tisch ab und werde sie dann, spätestens wenn wir gehen, vermutlich hier vergessen haben. Dann macht er den Finger auf die Dukate, zieht sie zu sich. Ja, dann soll Fex mal so weitermachen. Seht ihr, jetzt freut ihr euch. Aber wie? Nun, ich freue mich auch, dass er sich freut. Schön. So, und nun, meine Herren, es wäre durchaus sinnvoll, wenn wir bei so einer schwierigen Angelegenheit ein bisschen mehr Diskretion walten lassen. Ich denke, es ist durchaus sinnvoll, dorthin zu reisen und uns erst einmal eine grobe Übersicht über die Umgebung zu verschaffen und dann alles Weitere zu sehen. Wahr? Der Scheitel befindet sich immer in seiner unmittelbaren Nähe? Also trägt er ihn am Körper, oder? Das weiß ich nicht. Das steht hier nicht. Nein, ja, wenn er ihn am Körper trägt, dann nehmen wir ihn aber auch mit.
Dazu haben wir bisher keine Informationen vorliegend. Alles, was ich habe, ist dieser Steckbrief, den Boltax uns überreicht hat. Das ist schon einige Zeit her. Wenn ihr mich entschuldigt, wenn es noch weitere Fragen gibt, ich stehe dort an diesem Tisch und ich muss erstmal zu dieser Heldengruppe dort drüben. Die wollen in den Wurzenbacher Schwarzforst und mit Gitter reden. Lauft langsam, wenn ihr geht. Ja, ich Fex und der Sinne mit euch. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Diesen Fackelforst kenne ich. Nun, das ist freulich. Es ist sehr schön da, wenn man ein paar Untoten absieht. Untote. Oh nee, Untöte, das bringt kein Glück. Da habt ihr recht. Wollt ihr noch einen Schnaps? Aha, auf jeden. Nun, dann würde ich sagen, noch eine Runde Schnaps für uns alle und dann brechen wir auf. Sehr gut. Ei, kennt ihr die Kleine da, die Hesinder-Tante? Flüchtig. Ah, verstehe. Sollen wir es uns teilen, wenn wir wiederkommen? Ich schaue ihn irritiert an. Nein. Versucht ruhig euer Glück. Glück, das habe ich. Kasim schaut verwirrt. Wenn wir mit den ganzen Dukaten nach Haus kommen, Main, die wird gucken, hä? Dann hau ich sie einfach. Stimmt. Das wird bei den Dienern der Götter sicher funktionieren. Ja, ich komme wieder mit 6 Gläschen oder mindestens irgendwelchen gefüllten Gefäßen. Wohlweislich habe ich das des Elfen mit Wasser ausgetauscht. Stelle von klarem Schnaps. Den anderen stelle ich allen einen klaren Schnaps hin. Nun? Vielen Dank. Ja, Kasim riecht einmal an seinem Becherchen und schiebt es dann direkt zu den Piraten weiter. Ich rieche auch mal an meinem Becherchen mit einem leicht skeptischen Gesichtsandruck. Wenn es mir nicht in der Nase sticht, werde ich einfach dankbar das Ding wegkippen. Und mir denke, ach, so schlecht war der Schnaps doch gar nicht. Ja, nee, so gut, dass man gleich 2 nehmen kann. Auf ich stoß mal mit Midas an. Erfolgreiche Unternehmung. Nur ja, auf mit uns sein. Auf den, der den Schädel verloren hat und die ihn wiederbringen. Und auf Fex. Auf uns, Fex. Wo hätte ich noch nicht trinken dürfen? Ah, das ist in Ordnung. Ihr lernt noch. Ich stoß dann trotzdem mit an. Diese Geste habe ich mir wohl sicherlich schon abgeschaut. Stimmt. Sollten wir unsere Queste nun ja erfüllen, ist es dann notwendig, wenn ich ein Lied darüber schreibe, dass ich euren Namen abändere? Ich denke schon, oder? Ja, bleiben wir doch bei blumigen Umschreibungen. Nennt mich einfach den Kojoten. Ach, meinen Namen könnt ihr sagen. Wenn Albin erfährt, dass ich ihm ein Schnäppchen getragen habe, umso besser. Der Kojote. Ja, das klingt schon recht blumig. Und noch eins. Ich habe auch ein gewisses persönliches Interesse daran, dass diese Unternehmung von Erfolg gekrönt ist. Ich hoffe, alle von uns geben ihr Bestes. Sind mit vollem Eifer dabei. Nun, ich habe nicht vor, auf einem Scheiterhaufen zu enden. In der Tat. Klingt wirklich nicht sehr angenehm. Gut. Dann bin ich überzeugt. Den Abend bei einem Schnaps und einem Schalenbier, dem Arvesheimer, ausklingen lassen, noch ein letztes Mal rasten in den Betten, die hier vor Ort stehen, und dann früh am nächsten Morgen aufbrechen. Über die zerborstene und kaputte Reichsstraße geht es in Richtung Osten, vorbei an Jungfernlich-Erlgau, der Zollstraße, die wohl auch zerstört ist, die Station, ehemals Rodenburg verbunden, Rodenfurt und auch Rissfurt, 2 Mühlen, hier wohl auch noch eine ehemalige Station der Rondrianer. 40 Leute, die hier wohl ehemals saßen und von denen mittlerweile nur noch Geschichten anstimmen, dass sie die Ersten an der Trollpforte waren, als sie sich öffnete. Und die Ersten, die vernichtet worden sind von dem untoten Herrwurm. Sie waren nicht die Letzten. Nach einem weiteren halben Tag der Reise erreicht ihr schlussendlich Hexisch Wittmannhus. So steht es hier dran, Wittmannhus. Ein kleiner See, der euch im Süden empfängt, und eine kleine Straße, die nach oben reicht. Wenn ihr dann den ganzen Tag gewandert seid mit den Pferden, die Straße entlang und den Hund von Ardo neben euch.
Ihr könntet natürlich hier übernachten oder aber ihr zieht euch zurück in die Wildnis, in die finsteren und tiefen Serdenwälder oder aber in den Süden, in die Hügel. Eure Entscheidung. Ob hier ein Kriegsfürst sitzt, ihr wisst es nicht. Nun, das sieht doch nach einem sehr lauschigen Plätzchen aus. Seht, die Felder sind auch schon... Oh, tatsächlich. Doch. Ich denke, hier wird es ein Gasthaus oder zumindest eine Unterkunft für uns geben. Besser als in diesen untoten, verseuchten Wäldern zu schlafen. Was meint ihr? Ich würde mich dabei auf unseren Wildniskundigen verlassen. Was meint ihr, Mandarion? Oh, er scheint wohl ganz gebannt von dieser Wolkenformation zu sein, ich glaube. Ja, Untote bringen auf jeden Fall kein Glück. Und sie riechen immer so scheußlich. Sinnvoll. Den letzten Tag gut ausgeruht zu sein. Tatsächlich, eure Beobachtungen sind richtig. Hier sprießen die Felder wohl, auch wenn wir Frühling haben, bereits in hohem Korn. Das war die anderen Wegstraßen, ein paar Meilen nach links oder auch nach rechts, anders. Gerade im Umkreis der Reichsstraße ist das Land unglaublich verheert und leidet oder litt unter der Wolke, Rahastes, der Seuchenwolke, wie man sich wohl in den Geschichten, den Sagen, den Liedern, den Legenden erzählt. Aber hier scheint die Welt wohl in Ordnung. Kommt mir das komisch vor? Darfst mal gerne eine Ackerbauprobe würfeln oder Magiekunde, erschwert um 5. Ach, dann nehme ich lieber Magiekunde. Hab ich mir fast gedacht. Ich bin einfach froh, gesunde Pflanzen zu sehen und befingere die sehr gedankenversessen. Ich würde mich mal, als ich das sehe, mit dem Elfen hinter ihm stellen. Kann es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind? Ich weiß nicht. Ihr seht alle irgendwie so gleich aus. Aber ich kenne Rafim und Voltax und Abelmir. Nein, diese Namen sagen überhaupt nichts. Oh. Ich meine, euch schon einmal gesehen zu haben, sagt. Seid ihr der Elf gewesen, der in Tränen ausgebrochen ist? Wegen, nun ja, dessen, was der Schänder der Elemente verursacht hatte, als ihr zu Besuch in dem Lehrlager wart, doch? Ich meine, das wart ihr. Ihr habt Rotz und Wasser geheult. Ich sehe ihn etwas verdutzt an. Nun, ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Elf, der das tut.